Nee, jetzt wird noch nicht der Booty trainiert hier. Was machst du denn zum Aufwärmen? Ich gehe direkt mit 70 Kilo fange ich an. Ah, okay. Boah, das hat geknackt. Ja, bei mir knackt es auch. Da fühle ich mich immer sehr unsportlich, weil gefühlt alles so weh tut. Wir sind heute im Rhein-Gym. Ich habe Lena zu Gast. Wir trainieren heute gemeinsam. Was trainieren wir? Wir machen heute meinen Push-Pull-Plan, und zwar die Pull-Einheit. Heißt nicht Push-Pull-Beine, sondern wirklich Push-Pull. Ich habe ein bisschen Angst, aber ich glaube, es wird nicht ganz... Ich hoffe, es wird nicht ganz so anstrengend wie mit Tim Budesheim, denn als erste Übung haben wir rumänisches Kreuzheben. Und da ist es ja beim letzten Mal ein bisschen eskaliert. Deshalb heute ein bisschen Piano, hoffe ich. Ja. Hast du dich schon geschmeidig? Voll. Ich fange immer direkt mit den roten Scheiben an, aber um Kraft zu sparen, damit ich nicht nochmal umstecken muss. So siehst du das also. Ökonomisch. So? Genau. Du bist ja auch fast die Zehen nach oben dann, ne? Genau, also der Fokus liegt so, ja, tendenziell so auf dem mittleren Fuß des Ferse. Also dass du wirklich so versuchst, den Po so weit es geht rauszuschieben. Mach ich das richtig? Genau, ja. Sieht gut aus. Aber guck, jetzt kannst du schon den Po nicht weiter nach hinten schieben. Also ist das eigentlich so der Punkt, so jetzt geht es nicht mehr weiter nach hinten, da kannst du eigentlich schon nach oben. Zieht aber auch vor allem im Beinbeuger, habe ja, ich das Gefühl. Ja, genau. Ich mache auch immer Pausen, also keine Sorge. Okay, das ist gut. Ich mache eigentlich auch immer so zwischen, ja, je nach Übung halt auch so zwischen 3, 4, 5 Minuten. Okay, krass. Ja, noch mehr? Schieben, so. Genau, nach hinten, 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 ja, passt. Also knapp unter Knie. Genau. More Perfekt. Weight. Zwiebelt auf jeden Fall ordentlich im Beuger. Da habe ich nochmal 3 Wiederholungen gemacht und dann starten. Genau, jetzt sparen wir Kraft, das ist schon mal gut. Nach hinten, nach hinten, nach hinten, hinten, hinten und jetzt hoch. Cool. Das fühlt sich gut an? Ja, vielleicht noch. Aber du machst jetzt 70, ne? Ich mach 70. Soll ich mehr Gewicht nehmen? Oder auch 70? Ja, ist das denn jetzt für dich schwer? Denkst du? Nee. Ja, dann machen wir nur was drauf, oder? Ja. Zehner? Zehner, ne? Ja. Ja. Holt schon mal einen Arzt, wenn was reißt. Schön nach hinten raus, hinten raus, hinten raus. Ja. Jetzt hast du sogar mehr geschafft als eben. Sehr gut. Cool. Mach mal die Zehner hier wieder runter. Ja. Wie anstrengend war es denn für dich? Ich würde sagen, da wären schon noch so... 5? Ja. Ich glaube auch. Du achtest auf meinen Hintern, Leni? Ja. Ja. Raus, 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 raus. Ja, perfekt, super. Sehr gut. Hinten nach hinten, ja, perfekt. Und weiter nach hinten, perfekt, super. Wie gesagt, nur das nach hochkommen ist leicht, aber das nach unten gehen so langsam. Ja. Und auch wirklich halt auf den, ne, dass du wirklich auch merkst, dass der Po so in Dehnung gebracht wird, ist genau. Gar nicht so einfach. Nicht nur so ganzer Fuß und mein Rücken hilft mir auch. Ja. Das ist echt ein Unterschied. Hey. Aber ich mag's. Sehr gut. Eine Übung. Yay! So weit oben, ich fühle so ein bisschen wie Bademeister. Alles im Blick. So. Ein bisschen weh. Ja. Leicht für dich, ne? Ja, sehr. Versuch mal wirklich vorne, dich so ein bisschen nach vorne ziehen zu lassen, dass du echt in die Dehnung kommst. Mhm. Genau, und jetzt, genau, und als wenn knackst. Du hier eine Nuss mit deinen Schulterblättern knackst. Genau, perfekt. Nussknacker. Sehr gut. Wie viel machen wir noch mal? Machen wir noch mal so vielleicht 5. Ach, das ist nur Warm-up, ne? Weil ich glaube, das kann ich schon fast nehmen als Gewicht.
liegt am Training. Voll der Trizeps direkt so, kommt so raus. Ja? Mhm. Cool. Ich würde sagen, bewegt sich gut. Mhm. Okay. Hast du lange kein Maschinentraining mehr gemacht? Ein Maschinen. Mach noch fünf. Mach noch fünf pro Seite. Okay. Dann müssen wir die 20er nehmen. Noch einen. Da sind sogar noch ein paar drin gewesen. Ja, gefühlt. Das waren jetzt 15, oder? Ja, genau. Ich hab jetzt, du hast ja gesagt, gehst du normalerweise immer so in die Dehnung? Also machst du das, oder ist das bei dir so, dass du das eigentlich nicht so mit drin hast? Ich mache nicht so viel Maschinentraining. Hier geht aber auch könnte noch was gehen, ne? Ich wollte gerade sagen, die letzte ist aus. Mach den letzten Satz mal so ein bisschen mehr wieder oben. War das der zweite jetzt? Das war jetzt der zweite. Das heißt, okay, wir machen jetzt noch einen. Im letzten machen wir einen M-Rap. Oh, jetzt kommt hier wieder die, die Rudertechnik. Zu viel Motiv. Die Dehnung und Kontraktion. Genau, perfekt. Hier musst du richtig schön Stretch fühlen. Und jetzt die Nuss knacken. Perfekt. Wir sind jetzt bei der dritten Übung. Wir machen im Wechsel immer Oberkörper, Unterkörper. Mhm, also wir sind jetzt quasi wiederholt. Genau. Und was mache ich hier? Ich mache jetzt einbeiniges Hüftheben. Wir machen jetzt einbeinige Hip Thrust und hier ist es ganz wichtig, den Winkel im Knie zu beachten, denn wir möchten ja wirklich nur den Po fokussieren. Das heißt, wir möchten einen rechten Winkel im obersten Punkt im Knie haben, damit wir eben keine vermehrte Kniestreckung ausführen. Mhm. Weil je weiter der Fuß zu dir ist, desto spitzer ist ja auch der Winkel, genau, desto mehr wird der Oberschenkel mitbelastet. Und ich will nur Hintern. Und wir wollen nur den Hintern treffen. Keine dicken Beine. Unter. Und jetzt schön crunchen, hoch, weiter hoch. Ja, bis dahin. Alter. Und hoch, hoch, weiter hoch. Ja. Geht nicht höher. Doch, geht. Ja, perfekt. Drei Wiederholungen? Ich hab schon gemacht. Du musst halt auf jeden Fall so, du musst halt unten wirklich spüren, als wenn du so den Muskel so richtig dehnst. Ich merk's eher so, dass hier oben alles wackelt. Also so. Nicht das Fett, sondern der Muskel. Du dich wirklich auf den Po zu fokussieren. Genau. Ich fokussiere mich aus dem Leben. So, und jetzt höher, höher ein bisschen? Ja. Also ich versuche halt wirklich hier in die Dehnung zu gehen. Und dann wirklich so. Aber dehnt sich da, also wie zum Beispiel in dieser Pitchen-Position, da merke ich ja richtig, mein Hintern, wie er auf Spannung ist und sich dehnt. Hast du das Gefühl da auch? Ja, also du musst richtig so fühlen, als wenn der Muskel unten sich wirklich so richtig auseinanderzieht und dann hochdrücken. Also oben merke ich halt voll, dass mein Hintern arbeitet, weil der Muskel auch übelst am Zittern ist, aber unten hänge ich gefühlt wie so ein. Versuch mal wirklich den Muskel, so als wenn du den wirklich so runter so auseinanderziehst. Also man kann ihn wirklich richtig gut in Dehnung bringen, man muss das ein bisschen üben. Ich übe gleich. Ich glaube, das ist das Problem, wenn man sich selber trainiert, dass man, also man wird besser, aber man arbeitet viel zu wenig an seinen Schwachstellen. Mhm. Also das ist so bei mir meine Erfahrung. Ich werde in meinen Stärken stärker, also im Rücken und so die Schwachstellen, die Hintern. Ja. Also du siehst immer gut aus dabei. Ja, da bin ich auch schon eigentlich voll. Voll nah am Muskelversagen, aber man sieht es nicht. Ein bisschen höher, komm. Anspannen. Oben auch kurz halten. Hab ich doch schon. Und eins. Ja. Genau, und hör wirklich eher diesen Takt Oberkörper, also Bauchnabel nach innen. So hilft mir so als Cue, dass man nicht so macht und nicht raus, sondern halt wirklich. Ja, perfekt. Krass. Also ich kann mehr, glaube ich, aber es ist halt wirklich so unangenehm anstrengend. Und es bockt jetzt nicht so, wie wenn ich mit der Hantel das so mache. Ja. Aber Gewichte bewegen ist irgendwie immer geiler. Ja, finde ich auch. In einem Monat bin ich J-Lo. Habe ich einen Winter mit J-Lo. Ihr wisst warum. Ist das jetzt so tun, als sei es anstrengend? Nee, ne, noch nicht. Du lachst ja noch. Krass, braucht man nicht mal Maschine und Setup. Das ist mir dann lieber, weil ich dann nicht so noch Hantel und Quatschzeugs aufbauen muss. Brennt? Ja. Leicht, ne? Komm, komm. Ja. Das ist voll der Grinder am Ende. Puh, das andere Bein. Aber würdest du immer sagen, mit dem schwächeren Bein anfangen bei der Übung, oder? Ja, genau, so kann man auf jeden Fall machen. Wenn man jetzt irgendwie eine schwächere Seite hat, kann man damit auf jeden Fall starten. Ne?
Leute. Ich streng dich mal an hier. Das ist anstrengend. Aber ich habe mich jetzt ein bisschen an den Schmerz gewöhnt. Okay, ab 5 Wiederholungen ist nicht mehr gut. Boah. Boah, das ist echt. Dann, man denkt so, es brennt so richtig. Ja, man zittert dann so richtig so. Für die letzte Wiederholung. Wir machen jetzt Beinburger unilateral. Den trainierst du sowieso auch nicht isoliert, ne? Nee. Leicht für dich, ne? Echt? Ich weiß nicht, ich find's anstrengend. Ja? Okay. Am letzten Teil ist halt leicht. Findest du's gut? Ja, aber nach eben ist alles schwer, glaube ich, für die Rückseite. Na doch, ja, das ist schon anstrengend. Genau, es geht, es knallt immer ein bisschen gegen den Hintern, weil es im letzten Teil easy ist. Aber vor allem nach eben, ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht mehr gehen, weil so meine Rückseite wehtut. Aber das ist echt krass, ne? Im untersten Punkt ist die echt schwer und dann wird die leichter. Gar nicht. Ne? Genau, deshalb, man denkt so, ist ja easy von außen, aber es ist nicht so easy. Brennt? Ja, schon. Boah, ich merke es echt von eben. Also ich habe das Gefühl, man in die Rückseite, ne? Vorne ja gar nicht so, aber hinten. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Beinstrecker machen und dann, wenn man so. Dann ist der Punkt da. Im Supersatz stehen jetzt noch oder steht jetzt noch Latzug auf dem Plan. Damit treffen wir den Latissimus, weil eben haben wir schon Rhomboiden und Trapez abgefrühstückt und jetzt gibt es noch ein bisschen was für den Latissimus. Und zwar 2 Sätze eigentlich, aber wir können noch 3 machen. Und 3 auch für den Beuger? Für den Beuger eigentlich 4. Vielleicht, ne? Hast du was drauf gemacht? Ich habe 5 Kilo drauf gemacht. Wie viel machen wir denn? 10 Wiederholungen. Ja, ich kann ein bisschen mehr machen. In die Dehnung ist das Wichtigste. Ja, sieht gut aus. Bereit für die nächste Booty-Übung. Ich würde sagen, wir fangen auch jetzt direkt an mit der nächsten Übung. Eigentlich mache ich Abduktion meistens an der Maschine, aber wir haben jetzt hier keine zur Verfügung. Und deswegen kann man das aber auch ohne Maschine machen, indem man es einfach auf die Seite legt. Das ist auch eine sehr coole Übung für zu Hause, also falls man keine Geräte hat. Und dann stützt man sich einfach hier ab und drückt mit dem Bein einmal nach oben. Das heißt, man trainiert auch wieder unilateral, also eine Seite. Und hier müssen eben Gluteus Medius und Minimus sehr stark arbeiten. Das sind die kleinen Po-Muskeln, die hier eher am Rand sitzen. Genau, und davon machen wir jetzt 10 Wiederholungen. Oder du kannst auch mehr machen. Nein, nein, alles gut. Hier, hoch, ja. Die Muskeln müssen arbeiten, also die hier an der Seite sitzen. Genau, hoch, entspannen. Das ist hoch. Sehr gut. Und ja, man kann sie Abduktorstern eigentlich nennen. Ich weiß nicht, ob sie den richtigen Namen hat. Okay, ehrlich gesagt muss ich sagen, ich habe auch nur 8. Das ist heftig gerade. Oh, wir können in der Zeit schon Facepulls machen. Wir haben jetzt hier auch keinen Kabelturm. Deswegen kann man das auch einfach mit einem Gummiband machen. Geht auch ganz gut. Natürlich ein bisschen besser mit einem Kabelzug, also dass man wirklich mit so einem Seil hinzieht. Aber wir sind ja aus dem Lockdown jetzt gewöhnt, ja, mit Gummis zu trainieren. Deswegen bringt man das einfach irgendwo an und dann können wir damit auch arbeiten. Genau, dabei wird vor allem die hintere Schulter mit trainiert. Und das ist natürlich auch ganz wichtig, auch für die Haltung. Ja, vor allem gerade, wenn man so einen Rundrücken hat, dass die Schultern mal nach vorne fallen, ist es halt schon wichtig, auch die hintere Schulter zu trainieren, dass die Schultern auch wirklich immer schön hinten bleiben. Und auch gerade, wenn man Impingements, also Einklemmungen von Sehnen zum Beispiel verhindern möchte, dann ist das echt eine richtig gute Übung. Boah. Aber die killt mich nicht ganz so sehr wie die Hip Thrust, oder ich mache wieder was falsch. Schön mit angehobenen Ellbogen zur Nase hinziehen, damit man auch wirklich die hintere Schulter trifft. Seht ihr, man braucht gar nicht unbedingt schwere Gewichte, um sich anzustrengen. Ich habe wieder einen Riegel oder irgendwas.
alles geben. Boah. Ich auch. Also noch ein Satz, oder? Okay, komm, den haben wir jetzt auch noch raus, direkt. Es ist halt schade, dass hinten der Zug halt viel größer ist. Im Kabelzug hast du eine gleichmäßige Belastung. Das war's jetzt auch mit dem Training. Ich bin matte, ich bin echt K.O. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich auch, aber hat es dir gefallen? Total. Ja. Also es war auch echt challenging, gerade so diese Hip Thrust. Ja. Also das Hüft-Team, das hat gut gebrannt. Aber die Übung finde ich auf jeden Fall sehr cool, auch für mein Training. Ja. Ich glaube, da habe ich auch einen großen Benefit von. Ja, cool. Also konntest du irgendwie so ein bisschen was mitnehmen für dein Training. Auf jeden Training. Fall. Ja. Ich hoffe, ihr konntet auch was mitnehmen und es hat euch gefallen. Denkt dran, Daumen nach oben, subscribe bei uns beiden. In die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Erstmal das Bein nach hinten stellen, in den Booty flexen, ein bisschen Hohlkreuz, ne? Nein, noch mehr. Ja. So? So. Okay. Ist das so gut? Sieht man meinen Hintern?